Ja, moin und herzlich willkommen zur Folge 37 unserer YouTube-Serie Kanalbootabenteuer in England. Wir sind wieder zurück und ich sitze in meinem Büro, um ein bisschen das Material vom Sommerurlaub 2019 aufzuarbeiten. Und da bin ich doch auf noch ein wenig Filmmaterial gestoßen, was wir noch nicht herausgegeben haben. Und da habe ich mich kurzfristig entschlossen, noch diese Folge 37 aufzulegen. Wir sind nämlich, wie wir in der Folge 35 berichtet haben, für einen Tag mit dem Nahverkehrszug nach London reingefahren, haben uns nach ungefähr 40 Minuten Fahrzeit an der Euston Station zunächst getrennt, da unsere Interessen an diesem Tag diametral auseinanderliefen. Marlene wollte gerne shoppen gehen, kann ich ja auch verstehen, nach so viel Natur und Historie mal wieder ein bisschen Großstadt, Weltstadt zu schnuppern. Und sie wollte nach Harrods und in das edle Einkaufszentrum Fortnum & Mason. Mich allerdings zog es mehr in die Docklands, also in die ehemaligen Hafengebiete an der Themse. Und davon habe ich noch ein bisschen Filmmaterial, das ich zu einer kurzen Session zusammengeschnitten habe. Das Wetter war an dem Tag leider nicht so pralle, aber es war wenigstens trocken, sodass ihr einen Eindruck bekommen könnt von dieser faszinierenden neuen Wohnbüroeinheit, einem völlig neuen Viertel, was in den 80er und 90er Jahren entstanden ist, nachdem das Gelände viele Jahre lang fast brachgelegen hat, kann man sagen. Das Kernstück sind die West India Docks und die Canary Wharf, wie ihr gleich sehen werdet. Und ich habe auch noch ein bisschen Informationen über die Docklands als solches und da schwenken wir jetzt mal rüber. Ja, hier sieht man Kartenmaterial aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die Themse macht hier ja einen U-förmigen Verlauf und in der Mitte drei untereinander liegende Hafenbecken West India Docks mit verschiedenen Bassins zusammen verbunden und einmal rechts und einmal links geht es auf die Themse raus, aber natürlich mit entsprechenden Schleusen, damit das Be- und Entladen tidenunabhängig erfolgen konnte. Und darunter gelegen noch die Millwall Docks, ein weiteres großes Hafenbecken. So, hier an meinem PC habe ich mal einen Ausschnitt des Londoner Verkehrsverbunds eingeblendet und man sieht hier natürlich die Underground-Linien, wie man sie kennt. Hier ist das Zentrum links, hier ist die Themse mit dem U-förmigen Verlauf und in der Mitte die Docklands in der Isle of Dogs. Und diese hellblaue Linie, die wurde 1987 fertiggestellt. Eine fahrerlose Hochbahn mit dem Namen DLR, Docklands Light Railway. Und hier sieht man die Stationen Limehouse, West India Docks und Canary Wharf. Und wenn man der Linie weiter folgt, überquert sie die Themse und hier auf der anderen Seite ist Greenwich. Und hier liegt auch unter anderem das Segelschiff Cutty Sark. Und 1999 wurde dann die Jubilee Line fertiggestellt. Das ist diese graue, L-förmige Strecke. Umsteigemöglichkeit hier ist Canary Wharf. Jetzt wollen wir mal einsteigen und losfahren mit der DLR. Thank you.
Ja, das war die Station Leimhaus und gleich auf der linken Seite kommt die Schleuse vom Regent's Canal in Sicht und Leimhaus Docks. Narrowboats und seetüchtige Plastikboats treffen hier aufeinander. Und ich hatte schon erwähnt, eine fahrerlose Bahn. Man kann vorne in der ersten Reihe sitzen, rausschauen und es gibt keinen Fahrer. Und ich muss berichten, das ist überhaupt kein Problem. Natürlich hier auch, weil es eine Hochbahn ist, die relativ langsam fährt, sicherlich begünstigend. Aber das wird bestimmt die Zukunft werden. Fahrerlose U-Bahnen, S-Bahnen und so weiter. Hier überkreuzen wir eine der West India Docks und hier die Einfahrt zu der Canary Wharf. Umsteigestelle zur Jubilee Line. Nachdem die Waggons abgefahren sind, gehe ich runter und schaue mich ein bisschen um. Hier eine interessante Skulptur und der Blick auf die alten Lagerhäuser der West India Keys, also der Kaianlagen. Heute ein Mix aus alten Gebäuden und modernen Hochhäusern mit Glasfassaden. Das Ganze passt unheimlich stimmig zusammen. Hier kommt jetzt das Finanzzentrum Londons in Sicht mit hohen Häusern von Barclays Bank, HSBC Bank und so weiter. Poplar Dock Marina, die Pappel Hafenbeckenanlagen, heute Schickimicki Boote, die hier liegen und ich möchte nicht wissen, was die kosten. Die Fluglinie geht oben direkt drüber, macht ein bisschen Geräusche, aber geht schnell vorbei. Und wir schauen uns noch ein bisschen um. Auch hier interessante Wohngebäude. Der Knabe hier vorne holt wahrscheinlich Brötchen mit seinem kleinen Bötchen. Ha, das reimt sich ja sogar. Rechts noch rüber der Schwenk. Und diesen Blick, den hat man schon öfter gesehen. Ein tolles Miteinander von alt und neu. Und ich gehe nochmal runter zur Themse. Wie man hier sehen kann, am Wasserstand ist gerade Ebbe. Und der Schwenk geht rüber auf eine der beiden Kurven von diesem U-förmigen Verlauf rund um die Docklands. Links noch ein kleiner Containerumschlag und auf der anderen Seite Greenwich. Auf meinem Rückweg zur Bahnstation mache ich noch einen kleinen Abstecher entlang der Millwall Docks. So, jetzt geht's zurück mit der Hochbahn, die dann bald an die U-Bahn anklingt und ich steige um auf einen Doppeldeckerbus. Aber hier Stau ohne Ende. Der Taxifahrer dreht auch schon entnervt um und wir fragen uns, was ist da los? Beim näher ranfahren sehen wir diesen mit Warnblinklicht blinkenden Lastwagen. Darin befinden sich Sportwagen. Hier ist nämlich das Verkaufszentrum von McLaren und es werden gerade neue Fahrzeuge angeliefert und jede Menge Schaulustige wollen einen Blick erhaschen. Wir folgen diesem Bus und machen noch eine kleine Stadtrundfahrt. Auf der rechten Seite Wellington Arch. Wir biegen links ab
entlang des Hyde Parks und Hyde Parks Corner. Aber so allmählich knurrt uns der Magen und wir machen einen kurzen Besuch im Victoria and Albert Museum. Ja, nach unserer Trennung haben wir uns im Victoria and Albert Museum wieder getroffen und zueinander gefunden, was in so einer Riesenweltstadt wie London ja gar nicht so einfach ist. Wir haben noch ein bisschen rumgeschaut in diesem Museum, das ist hochinteressant, aber da braucht man mindestens ein oder zwei Tage, um da überhaupt einen groben Überblick zu bekommen. Wir haben also nur ein bisschen rumgeschnuppert und uns dann für eine schöne Cup of Tea in die wunderschönen Räume des Tea Rooms begeben. Da gucken wir noch mal eben ganz kurz rein, bevor wir die Folge für heute beenden. Ja, im Innenhof gibt es ein ganz flaches Wasserbecken, aber das sieht sehr reizvoll aus, wie sich die Fassade dort in dem Wasser spiegelt. Hier das Hauptgebäude, wo sich auch die Tea Rooms befinden. Und das war's jetzt für heute. Ich habe noch ein bisschen Material für 2-3 weitere Folgen in diesem Jahr. Könnt ihr euch vielleicht schon drauf freuen. Das eine wird das Thema sein Logbuch und Kanalkarten. Da sind ein paar Fragen an mich herangetragen worden, die möchte ich ganz gerne mal in einem eigenen Video beantworten. Und dann ist auch bald mein Fotobuch 2019 fertig und ich mache so einen kleinen Rückblick auf unsere diesjährige Tour. Wer Lust hat, immer wieder gerne einschalten. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.